Ich erinnere mich an den März, als wir für Paragon den ersten 72-Stunden-Stream zur Closed-Beta-Party gemacht haben. Co-op-Game, jeder war Noob. Mein erster Held war Steel. Ich glaube, auf der Midlane hatte ich meinen ersten Kill geholt. Das erste Mal Jungle, das erste Mal Tower-Aggro, das erste Mal Deathball. Gemeinsam am Anfang den Red Buff farmen. Jeder bekommt CXP. Overpowered Fang, Overpowered Grux, Overpowered Crit Damage, Overpowered Lifesteal. Mit Muriel den Orb Prime abgeben. Unsere ersten Videos zu Paragon bei Gamerholics TV. Der Rampage Guide. Die erste Diskutieren mit Noobs Folge. Und dann sagen sie, das ist ein starkes Deal. Next level. Sevrock war der erste Held. Mega gehypt. Dann nicht gespielt. Das Ankündigungsvideo von Riktor und die Reaktion der Carries. Okay, Muriel. Iggy und Scorch, der erste richtige Hero Race. Beacon hat damals in 3 Tagen den Master Skin erspielt. Grux Master Skin. Account Level 10, 20, 30, 40, 50. Der erste Gamerholics Paragon Beatdown. Unser erster großer Cast. Team Spicy Ping gewann 500 Euro. Und wir viele neue Freunde. Das Epic Event in Berlin. Card XP Changes. Chimera. Movement Speed. Laning Phase. Drop Pods. Teleport. Das Ende der NDA. Unser erster Gamerholics Noob Guide. Viele Daumen hoch. Das große PS4 Event. Viele neue Spieler, viele neue Noobs, viele neue Disconnector. Die neue Währung war nicht mehr Spaß. Die neue Währung war Agora GG. Caster Revamp. Grux mit Riesenpull. Gideon ganz geil. Gideon ganz scheiße. Gideon ganz okay. Gideon als Pirat. Greystone, Greystone Ulti overpowered. Greystone, Greystone zocke ich eh nicht. Die große Paragon Open Beta Party in Hamburg. Viele Leute aus der Community. Viele Fotos. Viel Energy Drink. Viel Spaß. Live gecastet. Ein Muriel-Spieler bei MVP. Live Games mit Epic Games. Announcement von Monolith. Die neue Map. Sie wird kommen. Und wir sagen auf Wiedersehen zu Agora. Fortan nur noch Legacy. Viele Spieler werden gehen. Viele Spieler werden es nicht verstehen. Viele Spieler werden bleiben. Viele Spieler werden kommen. Und jeder muss für sich entscheiden, ob und wie es für ihn funktioniert. Doch sollten wir nie vergessen, dass ein großes Spiel uns alle zusammengebracht hat, uns mit vielen kleinen Zinnsoldaten gegeneinander aufprallen ließ, uns Guides lesen ließ, uns Kartenmacht durchlesen ließ, uns Kartendecks bauen ließ, uns gegenseitig die Köpfe zerfleischen ließ, uns flamen ließ, uns meckern ließ, uns in Facebook- und Reddit-Posts auskotzen ließ. Am Ende aber stets sehr viel Spaß hinterließ. Eine große Welt mit so viel Kleinigkeiten, viele kleine Mosaiksteinchen, einzeln nicht zu erkennen, doch gemeinsam ein Bild formend. Das seid ihr, die Spieler von Agora und die Spieler von Monolith. Goodbye, Agora. Das letzte Wochenende auf der alten Welt.